Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Heute im Winter, seit der letzten Folge haben wir Winter. Und ich hoffe, dass dieses Mal meine Äxte einfach reichen und die Holzschuppen nicht schon wieder nach Ressourcen gieren. Die sollen Bäume hacken und nicht dauernd meine Äxte kaputt machen. Mir macht das Spiel immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, vergesst das Abo nicht. Den Like und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. Also in der letzten Folge wollte ich ja im Prinzip Hühner kaufen. Das war mein Ding, Hühner kaufen. Ist nur die Sache, hier drüben gibt es keine Hühner. Aber hier gibt es eine neue Quest. Ach so, das ist ja die Quest, ja, die ich angefangen habe mit dem Jungen, den ich da verköstigen soll. Vielleicht sollte ich doch nochmal nach Skauki rüberreisen. Sind die da Hühner? Boah, ich bin mir absolut nicht sicher, ob die in Skauki Hühner hatten. Aber wir könnten es ja mal testen. Auf jeden Fall muss ich was zu essen mitnehmen, sonst verhungere ich. Ja, eine Kohlsuppe haben sie immer für mich. Top. Feuern wir uns rein. Die macht auch immer fast satt, also bis zum Anschlag. So, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt zu vergeben in Überleben. Ah ja, stark wie eine Eiche, mehr Gesundheit. Trinkfest, Wasserläufer, 10% schnellere Bewegung durch Wasser. Klingt auch nice. Ich glaube, das nehme ich mal. Einfach ein bisschen für die Fortbewegung, ne? So, Feldkontrolle. Wie sieht's aus mit dem Dünger? Sieht sehr gut aus, ne? Was ist hier los? Wir haben ein Feld beim Roggen unbesät. Na gut, das ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Wir können es jetzt auch nicht mehr ändern, aber irgendwie doch ein bisschen komisch. Ich dächte nämlich, dass ich genau auf Mars gekauft habe, Roggenkörner. So, der starke Verwaltungsblick guckt rein. Ist kein Roggen da. Okay, also haben wir tatsächlich auf Mars gekauft. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben es versucht, auf Mars zu kaufen und haben uns verrechnet um einen. Egal. Ich nehme doch einfach mal, bevor ich hier wieder rumeier und seit 3 Folgen irgendwie einen Esel habe, nehme ich doch diesmal den Esel, wenn ich hier in das Gehege reinkomme. Hier vorne ist das Tor. Ich laufe die ganze Zeit zu Fuß und habe doch hier aber einen wirklich schönen Esel. Warum soll ich den nicht nehmen? Ich will nicht mehr einsam sein. Ja, Unhold? Du bist doch nicht einsam. Warte mal, Unhold lebt im einfachen Haus. Du lebst doch mit einer zusammen. Was willst du denn von mir? Von wegen einsam. Oder verstehst du dich mit ihr nicht? Oh mein Gott. Krass, irgendwie schon 2 Folgen her, dass die Folge irgendwie Esel gekauft hieß. Und jetzt reite ich das erste Mal von A nach B mit einem Esel. Witzig. Jo, Wildschweine auch gar kein Problem mehr. Wenn man auf einem Esel ist. Die stehen einfach nur so rum. Geil wäre jetzt noch, wenn man vom Esel aus mit dem Bogen schießen könnte. Das würde die Jagd auf jeden Fall verbessern. Vom Feeling her und von der Effizienz. So hier vorne, wichtig, Bärenhalbinsel. Also ich wünsche mir mal so tiefes Wasser in Mad Evil Dynasty, dass man drin schwimmen kann. Also theoretisch kann man ja in dem Wasser schwimmen, aber praktisch tut es halt die Spielfigur nicht. Er geht halt einfach nur durch und da bräuchten wir mal Wasser, was tiefer ist, vielleicht. Okay. Mission, wir sind auf der Suche nach Hühnern. Hühner ist jetzt unser Ding. Halt! Stehen bleiben, hier sind Hühner. Ich muss immer gucken, wo man absitzt. Das ist immer gar nicht so einfach. Hände kaufen. Boah, die kosten unter 100. Schön. Ich glaube, ich kaufe erstmal 2 Hennen. Wir müssen ja nicht gleich unser ganzes Geld verpassen hier, ne? Und, der Hahn kostet einfach bloß 45. Naja gut, der kann halt nichts außer die Hühner besteigen, ne? Gibt's hier noch jemanden, der mir vielleicht ein bisschen Tierfutter verkauft? Alter, der Typ ist auch hart an der Grenze hier.
Ich glaube, der Eselmensch verkauft uns Futter. Müssen wir noch gucken, wo der Eselmensch war. Wo war der Eselmensch? Eselmensch? Hallo? Ist aber auch, ey, das Dorf ist ja auch aber wirklich mit Liebe designt. Das ist hier wie reingefräst in den Fels. Das ist super. Top. Fällt mir. Zeig mir deine Ware. Tierfutter hätte ich gern. Und zwar... immer 20. 420. Ja, ist okay. Okay. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der in dem Schuppen arbeiten möchte. Ne? In dem Hühnerstall. Mit Borgas Jäger. Niederlig ist Landwirt. Wir haben gerade 3 Landwirte, ne? Dann nehme ich dich mal. Du arbeitest bitte im Hühnerschuppen. Und Produktion gehen wir mal voll auf Eier. Bei Federn macht nicht so viel Sinn gerade. Also wir brauchen keine Federn. So, Esel. Auf zurück nach Hause. Achso, warte mal. Nee, wir wollten hier noch eine Quest machen, eventuell, ne? Zumindest mal eine annehmen. Ich würde hier gerne eine Quest annehmen. Ah, du bist die. Dann steigen sie mal ab. Ist alles in Ordnung? Ja, meine, ich mache mir nur Sorgen. Okay. Worüber machst du dir Sorgen? Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Niestoy, er ist seufzt, hast du wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Er benimmt sich wie ein Huhn. Ey, Digi, das habe ich wirklich gesehen. Oh ja, ich habe es gesehen. Ganz genau, ich will nicht, dass unsere Nachbarn auf uns herabsehen. Ich habe sogar schon gehört, wie ein paar Kinder Niestoy Schnabeljunge genannt haben. Entspann dich, was soll ich tun? Soll ich die Kinder verprügeln? Ich mach das. Ich weiß nicht, ich rede mit ihm, ja. Also, seit sein Vater damals gestorben ist, komme ich einfach nicht mehr zu dem Jungen durch. Ich werde... sehen, was ich tun kann, Digi. Wäre das witzig, wenn ich einfach wirklich Digi zu der sage? Und ich einfach der Einzige bin im Mittelalter, der das tut. Das verrückte Huhn. 200 Reputation, wenn wir das jetzt schnell abwickeln können. Schön. Ey, soll ich den mit Hey Schnabeljunge ansprechen? Geil. Hey Schnabeljunge, hallo. Hast du einen guten Tag, fragt er mich. Es ist ein guter Tag, mein Junge. Ich habe mich mit deiner Mutter über dich unterhalten. Hast du das über mich? Sie macht sich Sorgen um dein kleines Spiel. Sorgen, warum? Ich spiele nur mit unseren Hühnern. Sie glaubt, du benimmst dich unreif für dein Alter. Was soll ich tun? Ich bin jung, um wirkliche Abenteuer zu erleben. Zu jung, um wirkliche Abenteuer zu erleben. Zu jung, um zu heiraten. Zu jung, um zu arbeiten. Und jetzt bin ich zu alt, um mit den einzigen Freunden zu spielen, die ich habe. Ich werde versuchen, langweiliger zu sein. Wäre das reif genug? Ich kann es sogar mit etwas unnötiger Eile, einem dauerhaften Stirnrunzeln und Rückenschmerzen versuchen. Erwachsensein ist nicht nur negativ. Woher sollte ich das wissen? Ich bin 12. Ich darf nur keinen Spaß mehr haben. Alt sein, ist das schlimm. Würdest du mir eine Spitzhacke und ein paar Handschuhe bringen, damit ich anfangen kann, als stumpfsinniger Bergarbeiter, um glücklich zu werden? Lederhandschuhe, dicke Lederhandschuhe und Steinspitzhacke. Steinspitzhacke ist jetzt nicht so schwer zu craften. Aber die dicken Lederhandschuhe. Die habe ich selber. Ich müsste dem jetzt meine Lederhandschuhe geben. Ach Mann. Ach, die Fichte ist blockiert. Natürlich ist sie blockiert, die Fichte. Meine schönen dicken Lederhandschuhe. Ich werde neue kaufen, ne? Aber... ach Mann. Geht mir das auf den Sack. Wie viele Fichten sind denn hier blockiert, hä? Wo ist denn das Gebiet des Dorfes hier zu Ende? Die hier. Lassen wir jetzt so runterkrachen, dass die auf die Straße fällt und dann bezahlen ja alle Zoll, wenn sie vorbei wollen. Bei mir natürlich.
Oh, hallo, das macht 600 Münzen, bitte. Wenn Sie durch wollen. Ach so, 600 Münzen, dankeschön. Ja, dann lasse ich Sie durch, ja, das ist ja kein Ding. Das ist ja gar kein Ding. So, jetzt dürfen Sie durch. So, Steinspitzhacke. Dicke Handschuhe, Mann, meine guten dicken Handschuhe. Ah, für 200 Reputation. Was macht man da nicht alles? Ich hoffe, der pennt jetzt nicht. Wie, du bist im Bett schon. Da ist er. Jetzt soll ich mit ihr sprechen wieder? Boah, ich hoffe, die Quest geht nicht weiter. Und ich soll ihm noch irgendwie für einen anderen Job noch was besorgen. Nö. 30 Eier habe ich bekommen. 30 Eier habe ich bekommen. Sehr gut. Und 200 Reputation. Sehr nice. Ich bin zufrieden mit der Quest. Auch wenn es jetzt heißt, dass ich beim Reiten an den Händen frieren muss. So, natürlich gleich mal abchecken, wer hier für mein Dorf in Frage kommen könnte. Du auf jeden Fall nicht. Du auch nicht. Die sind alle gut in Jagen. Sind alle gut in Jagen und in Diplomatie, verstehe. Ist das so das Unique von dem Platz hier, dass die gut im Jagen sind und so? Wie sieht's denn bei uns in der Jagd aus? Was haben wir denn da? Was brauchen wir denn da noch? Jagdhütte. 2 von 2. Und die haben beide 3 in Jagen. Ja. Okay, wir heben uns die Reputation auf. Ich will jetzt niemanden kaufen, den ich noch nicht brauche. Kaufen. Als ob wir hier eine Katalogbraut mitnehmen. Er reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater, nur ohne Kind. Oh, die Schaufel nehme ich mit. Oh, hier ist ja noch was drin. Apfelwein, Kupfererz. Ich habe hier noch gar nicht zu Ende gelootet. Nice. Also diese Geländegängigkeit vom Esel ist wirklich grandios. Sagte er und machte Damage am Esel. Er hat sich wirklich gerade irgendwas gebrochen oder so. Okay, also wir sollten ein bisschen aufpassen auf unseren lieben Esel. So, ich lade ihn mal einfach im Gehege ab und geh mal pennen. Ab durchs Wasser. Ist hier dunkel drin, ey. So, dritter Tag im Winter. Bald ist der Winter wieder vorbei und dann können wir im Frühjahr endlich Roggen ernten. Roggen! Jetzt tun wir erstmal das Tierfutter. Warte mal, Holzschale brauchen wir auch nicht. Holzstamm, warum habe ich 2 Stämme dabei? Ach so, wegen dem, ja, wegen seinem Werkzeug, was ich ihm machen sollte. Buck. Und 20 Tierfutter. Ich habe 60 Säckchen noch, die ich noch verkaufen kann. Hab ich beim letzten Mal nicht verkauft. Okay, war ich irgendwie ein bisschen doof. Warum nicht? So, Apfelwein. Und 30 Eier. Schön, schön. Können wir auch gleich mal zu den Hühnern rüberschauen. Um zu sehen, ob die gut angekommen sind hier. Warum habe ich eigentlich ein Gatter eingebaut? Okay. Ja, sieht doch gut aus. Ein Hahn und 2 Hennen. Pennen noch. Ich hoffe, hier kann man auch Dung sammeln dann. Was wir jetzt auch gleich mal wieder tun werden, also unser obligatorisches Kacke sammeln kommt wieder. 3
kleinen Ferkelchen. Ja, passt auf, dass euer, dass niemand euer Haus hier wegpustet, ihr kleinen Ferkelchen. Wir hatten sogar noch ein bisschen Dünger. Ich nehme mal noch ein paar Holzstämme mit. Ich habe nämlich schon wieder vor, hier so ein bisschen das Dorf zu verschönern. Wir haben einfach über 300 Holzstämme. Krass. Ja, so ein bisschen hier Feeling, ne, für die Scheune. Damit hier mal so ein bisschen das so landwirtschaftlich aussieht, wollte ich mal ein paar von diesen Dingern hier hinsetzen. Achso, was wir halt noch machen können ist, warte mal, wir haben ja hier noch, jetzt bezahlen wir wieder ewig viel für den ganzen Scheiß, aber wir können hier noch so, achso, guck mal, Schemata kostet nur 50, so Heuhaufen hinsetzen. Das ist, glaube ich, geil. Da braucht man nämlich nur Stroh für. Da können wir ein bisschen das Feeling vom Landwirtschaftsviertel da hinten verbessern. Wisst ihr, was ich meine? Ja, guck doch mal, das sieht doch geil aus. Finde ich mega gut. Lass ich so. Ich glaube, ich würde nochmal mit der Spitzhacke durch unsere Mine gehen, um ein bisschen Kohle zu machen. Guck mal, jetzt wird sich auch um die Hühner gekümmert, ja. Er füttert die schön. Top. Finde ich gut. Müssen wir halt nur, Hühner müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Dass wir am Ende nur noch Weibchen und einen Hahn haben. Also sie pflanzen sich ja jetzt natürlich sehr stark fort. Damit wir Eier bekommen, ne? Eier ist wichtig. Ich habe den Eindruck, dass sich die Haltbarkeit von der Bronzespitzhacke und der Steinspitzhacke gar nicht so groß unterscheiden. Also ich hau da drauf und nach drei Schlägen hat die Steinspitzhacke so viel abgebaut wie die Bronzespitzhacke. An Haltbarkeit. Also Gott sei Dank habe ich die Bronzespitzhacke nicht selber dafür Materialien ausgegeben, sondern die einfach nur gelootet. Und weil Steinspitzhacke reicht einfach. So ein neues Level in Produktion. Ey, immer wenn ich an der Schmiede bin. Geil. Damit levelt man echt schnell. Anderes Handwerken in der Handwerks in Werkstatt oder Schmiede. Puh. Kochwissen. Ja. Da kriegen wir halt mehr Erfahrung, wenn wir kochen. Mal zwei Punkte rein. Ich tue mal ganz kurz in die Truhe hier meine gesammelten Werke und wird nochmal Zinnerz ernten, damit wir den Rest der Kupferbarren noch zu Zinn, Bronze machen können. Achso, die Steine. Ich wundere mich gerade, warum ich so geladen bin. Wisst ihr, was ich meine? Das sind die Steine. 43 Steine, einfach 43 Kilo. Kikeriki. So, jetzt nur Zinnerz abbauen. Das ist Salz. Hier ist zweimal Zinn. Also, jetzt nachdem ich ein bisschen mit der Steinspitzhacke abgebaut habe und die jetzt nur noch ein Drittel Leben hat, sage ich mal, muss ich gestehen, okay, Bronzespitzhacke hält länger. Aber der Unterschied ist nicht so krass. Der Unterschied ist nicht so krass. Und dafür, was man dafür Ressourcen reinsteckt in diese Bronzespitzhacke, wie viel die wert ist, wenn man die verkaufen würde, ist es einfach kein Verhältnis. Bleibt bei der Steinspitzhacke, würde ich sagen, also falls ihr auch, ne, und so. Bleibt bei der Steinspitzhacke. Die ist schnell gecraftet. Ein Stamm und ein paar Steine und dann geht's los. Und das kriegt man immer irgendwie gelootet oder geerntet. Gecraftet. Also easy way. Ich habe die Schmiede 2 freigeschaltet. Oh lol. Ja. Dann prügeln wir doch hier gleich eine Schmiede noch hin. Also, das neue Modell hier drauf.
Auf die hier. Ich muss nur schnell meine Steine loswerden. Weil die mich schon wieder arg behindern. Oh no, das Materiallager ist voll. Okay, bevor wir Schmiede 2 machen, machen wir erstmal Materiallager 2. Okay, wir brauchen Stämme. Ich kann euch sagen, was richtig Wurf ist. Ein verdammter Bronzehammer. Der geht richtig ab. Den würde ich auch nicht mehr missen wollen. Damit kann man ja so viel bauen. Kann ich jetzt meine Steine loswerden, bitte? Jetzt haben wir genug Platz für die Holzstämme. Materiallager 2 verdoppelt sich, glaube ich, die Menge an Sachen, die wir reintun können, oder? Ich glaube, es war so. Aber wir brauchen echt viele Bretter fürs Dach. Okay, wir müssen noch ein paar Bretter zusammenschneiden, aber das machen wir gleich für die Schmiede mit. Okay, Materiallager 2 abgeschlossen. Genau, jetzt kriegen wir 2000 Kilo rein. Top. Ich glaube, jetzt können auch die Holzschuppen wieder herstellen und so. Ich glaube, die hatten jetzt eine Pause, weil die einfach nicht genug Materialplatz hatten für ihren Scheiß. So, jetzt machen wir die Schmiede. So, Schmiede 2 abgeschlossen. Gibt es eigentlich auch eine Schmiede 3? Oder ist das hier schon das Ende der Fahnenstange? Ne, es gibt auch eine Schmiede 3. Ah, okay, okay, okay. Schön. Jedoch gefällt mir jetzt nach der, neben der Werkstatt 2, jetzt auch die Schmiede 2. Langsam steigt die Anzahl der Häuser mit besserem Dach, sag ich mal. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwann demnächst, in den nächsten Folgen irgendwann, ein zweites Lager bauen. Da werden wir nicht drum herum kommen. So, wo sind denn jetzt meine Bronzebarren? Die sind ganz oben, ne? Bei B, wie Bronze. Kann ich schon irgendwas aus Bronze vielleicht herstellen? Ich könnte Bronzehammer herstellen, tatsächlich. Oder Bronze-Äxte. Mach mal Bronzehämmer, weil ich bin ja absolut begeistert von diesen Hämmern. Brauche ich Stöcke? Und dann könnten wir vielleicht Bronzehämmer verkaufen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig viel Geld bringen. Ich finde es cool, dass die Hähne jetzt immer, oder dass der eine Hahn, den wir haben, jetzt immer kräht. Finde ich gut. Bringt nochmal so richtig schön Feeling rein hier ins Game. Bronzewerkzeug. Machen wir mal 12 Hämmer. So, ihr lieben Liebenden. Wie viel kostet denn so ein... 310 kostet einer? So viel kriegen wir natürlich nicht. Dafür müssten wir Diplomatie ein bisschen mehr leveln, aber... Ja. Oh, schade, ich sehe gerade, dass wir eigentlich als nächstes das Gänsehaus freischalten würden. Und so ein Gänsehaus hatte ich halt noch nie. Das wäre cool. Ein Gänsehaus. Aber ich gehe erstmal rüber zur größeren Stadt und verkaufe die Hämmer. Wisst ihr was, Leute? Ich habe schon wieder meinen Esel vergessen. Egal, ich laufe zu Fuß. Das ist gut für die Gesundheit. So, jetzt brauchen wir nur noch einen guten Händler, der uns einen guten Preis macht für den Scheiß. Wir machen uns alle denselben Preis. Also scheißegal. So, Bronze haben wir 155. Einer. Oh, der hat gar nicht so viel Knete für meine Bronzehämmer. Okay, gut, gut, gut. Dann suchen wir uns den nächsten. Du ja vielleicht. Du bist doch der Händler mit den geilen Sachen hier. Okay, der kann uns 8 abnehmen. Price is so low. Good luck. Ja. Sehr gut. Und du nimmst uns den Rest ab, ne? Die letzten 4. Okay, jetzt haben wir fast 2000 Münzen. Können wir noch die kleinen Säckchen verkaufen, 60 Stück. Ja, jetzt haben wir über 2200 Münzen.
Neues Level in Diplomatie. Ja. So, wir könnten Empathie, Offenlegung des NPC persönlichen Persönlichkeit bei Unterhaltung. Achso. Nee. Sehr Verhandlungspartner, 10% bessere Verkaufs- und Einkaufspreise. Ja, muss ich erstmal machen. Oh, wir haben noch einen Punkt. Ja. Oh Gott, das hätte ich eben machen müssen, bevor ich das verkauft habe. Ahaha, ist das schmerzhaft. Egal. So, ich würde auch sagen, mit meinem neuen Reichtum und den Erfolgen, die wir diese Folge gefeiert haben, würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem man das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.